Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo Biopark de Castellón. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Lange ist es her, denn eventuell ist Planet Coaster 2 erschienen in der Zwischenzeit für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, die jetzt sagen, Mensch Goro, war lange das Projekt nicht mehr da gewesen. Ja, lag daran, wisst ihr auch Bescheid, wenn man auf meinem Kanal hier dabei gewesen ist. Übrigens, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere von euch da tatsächlich noch gar kein Abonnent ist hier auf dem Kanal, dann einfach mal den Kanal abonnieren. Das ist gratis auf YouTube, kann man machen, damit macht man nicht viel falsch. Sag ich, wie es ist. Oh, würde mich auf jeden Fall freuen und sehr unterstützen, genauso wie ein Like unter diesem Video. Heute bauen wir zwei Tiere aus dem letzten Zookeepers Animal Pack, beziehungsweise aus dem Pack, aus dem letzten DLC, da bauen wir jetzt zwei weitere Tiere. Und zwar bauen wir die Spornschildkröte und den Brillenbären. Dann habe ich auch schon fast alle aus dem Pack gebaut. Weil ich habe ja die Schraubenziegen und die Pallaskatze habe ich gebaut im Livestream Zoo. Den ihr ja auch hier auf YouTube sehen könnt. Dann haben wir den Pavian hier gebaut. Ich meine, wir haben bis auf die Dick-Dicks und den Leoparden natürlich, haben wir, glaube ich, fast alle gebaut jetzt, ne? Oder? Ich glaube, und das, den Sifaka, naja, die sind ja auch hier eingezogen, also mittlerweile, was das DLC angeht, relativ viele Tiere gebaut, muss man sagen, finde ich krass, weil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, bei den letzten DLCs war ich nie so mit dabei, dass ich die Tiere alle direkt gebaut habe, das haben wir hier jetzt aber gemacht und das freut mich, muss ich sagen, da ist auf jeden Fall einiges dabei, was schön ist, was die Tiere anbelangt. Was übrigens auch schön ist, ist der Eingangsbereich mittlerweile, denn hier sind jetzt die Spornschildkröten mit eingezogen. Meiner Meinung nach passen die sehr, sehr gut in den Eingangsbereich. Das Einzige, was nicht so gut ist bei den Spornschildkröten, leider, möchte ich sagen, ist, dass die unglaublich gestresst sind, denn die sind das scheinbar nicht so gewohnt, dass da so viele Besucher an dem Gehege vorbeigehen. Nachdem ich jetzt dann die Brillenbären gebaut habe, hat sich das Ganze ein bisschen entspannt für die Spornschildkröten. Die waren relativ lange, relativ doll gestresst, aber mittlerweile geht das tatsächlich auch wieder. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Gehege neu war und dann sind die Besucher alle dahin geströmt. Und auch gerade dadurch, dass wenn die dann halt in den Zoo ganz frisch reinkommen, dann sind da so extremst viele Leute vorne drin. Das hat sich dann ein bisschen gegeben. Das ist vielleicht eine gute Sache, dass sich das ein bisschen verbessert hat. Was sich übrigens auch noch verbessert hat, ist, dass ich jetzt das Tieraltern runtergestellt habe, beziehungsweise sie altern jetzt viermal so langsam, möchte ich fast sagen. Also nur noch ja, wie nennt sich das denn? Also das Tieraltern wurde reduziert, ich glaube, so muss ich das sagen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich relativ viel Geld habe und das war ja vorher, dass wir da die Vivarien geregelt haben, dass dann vorne die Geldmaschinen sozusagen waren. Ich bin jetzt versucht, das vorne alles abzureißen mit den Vivarien. Sollte das nochmal passieren, müssen wir nochmal sehen, wie wir das machen. Aber aktuell würde ich das fast machen, dass ich das vorne abreiße, unsere Geldmaschine. Und dann versuche, den Zoo so zum Laufen zu bekommen. Denn wir haben relativ viele Besucher. Das wird natürlich ein bisschen runtergehen, wenn wir die Vivarien nicht mehr haben. Aber ich glaube generell, dass das eigentlich ganz gut sein könnte vom Geld her. Müssen wir mal sehen, ob der Goro da recht hat. Wenn wir dann nochmal sehen. Generell auch übrigens Planet Zoo auch mal wieder, weil wir haben es ja schon so lange, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Beziehungsweise, nachdem ich jetzt Planet Coaster echt etliche Male gespielt habe, muss ich sagen, ich weiß, wo ich hingehöre und ich gehöre einfach zu Planet Zoo. Und jetzt wurde ja auch, oder nicht jetzt, aber es wurde ja auch angekündigt, dass es ein weiteres DLC noch geben wird bei Planet Zoo. Und ich finde, das macht dann auch, dass man halt Lust hat auf das Spiel und dass man das Spiel halt auch gerne spielen möchte. Ich muss da mal kurz mein Mikrofon ein bisschen machen, deswegen hat das kurz gequietscht. Weil sonst, es hat so diese Beendungsstimmung gehabt, die ganze Geschichte nach dem letzten DLC, aber dann hatten sie ja noch eins angekündigt und dementsprechend bin ich der Meinung, dass wir da auf jeden Fall dem Ganzen nochmal mehrere Chancen geben sollen. Und ich bin auch großer Freund von Zootieren und vielleicht nicht so von Achterbahnen, aber das habe ich halt auch schon so oft erwähnt. Deswegen werden wir mal sehen. Brillenbären heute und ich werde nebenbei, habe ich dann auch noch einen kleinen Bereich gebaut, den ich offscreen gemacht habe sozusagen.
den habe ich ohne Aufnahme mit reingebracht. Das ist ja auch gar kein Problem, das mit reinzumachen. Und hier kombinieren wir so ein bisschen die unechten Steine mit den echten Steinen, weil ich muss sagen, das ist eigentlich ist es ganz cool, dass wir die unechten Steine mit den echten Steinen kombinieren. Das ist eine meiner Meinung nach gute Kombination und es sieht halt auch relativ gut aus, möchte ich sagen, dass das dass das halt ein bisschen realistischer aussieht, ein bisschen echter, möchte ich sagen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass wir hier vorne so ein riesen Steingebilde haben, wo dann die Besucher nach oben gehen können und sich da, also von oben dann auf die Bären herabgucken können. Also, ja, die gucken halt nicht richtig herab, aber die gucken schon auf die Bären drauf. Und ich finde persönlich, dass das eigentlich ganz gut ist, wenn das so funktioniert. Dann benutzen wir auch die unechte Steinwand. Das habe ich ja auch schon erwähnt, dass die ja auch wieder mit am Start ist. Die habe ich ja schon in alle Gehege, glaube ich, in diesem Zoo mit eingebaut. Sogar bei den Spornschildkröten sind die im Hintergrund drin. Und dann sind die bei den Pavian drin und auch beim Savannengehege. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Tiere noch in diesen Zoo einziehen sollen. Ich habe ja im Biopark de Castellon gesagt, dass das nicht so ein unglaublich riesiger Zoo werden soll. Jetzt sieht es so vom Grundriss her trotzdem so aus, als würden da so 20, 30 Tiere einziehen am Ende des Tages. Werden wir mal sehen, ob das wirklich so viele werden. Ich hätte schon irgendwie Bock, auch ein bisschen was zu matchen, also so ein bisschen was Ungewöhnliches mit reinzubringen. Jetzt haben wir zum Beispiel die Brillenbären, die mögen das relativ warm, dadurch, dass sie aus Südamerika sind. Ich weiß nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche anderen Tiere ihr hier sehen würdet. Weil, also Savannentiere machen schon Sinn und da wird es ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Tier noch geben. Oder halt auch eventuell Dromedare, die habe ich, glaube ich, auch erst ein einziges Mal gebaut. Die würden auch sehr gut passen. Müssen wir mal sehen. Ich möchte das auch nicht so... Aktuell hatte ich das ja auch sehr... Wir waren ja sehr auf Afrika aus. Also wir haben die Pavian, wir haben das Savannengehege, wir haben die Lemuren und so. Dann die Schildkröten. Also es war alles afrikanisch. Jetzt sind hier die ersten Südamerikaner drin. Müssen wir mal sehen. Ich hätte, also Mähnwölfe würden auch noch gut passen oder so, ne? Halt solche Tiere, muss ich mal sehen. Generell muss ich sagen, dass dieses Graslandbiom, was wir hier benutzen, fühlt sich immer so ein bisschen falsch an, wenn du andere Tiere baust. Also wenn du jetzt zum Beispiel Braunbären reinmachen würdest oder Wölfe, dann würde sich das so ein bisschen komisch anfühlen. Aber ich weiß, dass eigentlich muss man das ja zwischendurch machen, weil so funktioniert das ja in Zoos. Und du kannst ja in allen Biomen alles bauen, aber... Für mich ist das Tiger und das gemäßigte Biom halt so das Standard-Biom in Anführungsstriche. Und ich glaube, es liegt halt auch daran, an der Lokation, wo man im Real Life lebt, dass das halt so ein bisschen Einfluss darauf hat, was man für realistisch hält, beziehungsweise was man denkt, was realistisch ist. Tropenbiom ist auch nicht schlecht. Ich struggle gerade so ein bisschen damit. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Tiere ihr gerne noch in diesem Zoo sehen wollen würdet. Ist vielleicht auch nicht dann direkt das nächste Tier, aber schreibt gerne mal rein, was ihr da sehen möchtet. Weil ich hätte Bock. Ich hätte Bock und jetzt, wo ich das dann auch wieder gespielt habe, ich habe es ja dann auch irgendwie, also diese Timelapse hier dauert jetzt bei euch 20 Minuten ungefähr. Im Real Life hat das Ganze knapp zweieinhalb Stunden gedauert insgesamt. Deswegen muss ich sagen, es macht schon Spaß, wieder Gehege zu bauen. Das ist schon, ja, 3-4 Wochen her, dass ich Gehege gebaut habe. Lag, wie gesagt, am Planet Coaster 2, was ja auch erst diesen Monat erschienen ist. Also es ist einiges passiert im November und auch einiges an Zuschauerleuten dazugekommen. Also viele, vielleicht auch einige, die neu dabei sind, die jetzt Planet Zoo das erste Mal hier bei mir sehen. Deswegen herzerfrischendes Moin Moin an euch alles. Ein bisschen spät jetzt zu sagen. Aber ist auch völlig egal. Und Moin Moin auch an alle anderen. Also an alle, die sowieso auch immer hier sind. Da freue ich mich sehr drüber, dass ihr, ja, immer noch hier die Treue haltet. Insgesamt. Wir bauen hier das Mitarbeiter, die Futterküche ein bisschen ein. Ich muss auch gucken, habe ich mir auch noch vorgenommen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil mir fehlt noch ein Mitarbeitergebäude. Ich hatte ja nicht so wirklich viel Geld, deswegen musste ich mit dem Geld so ein bisschen haushalten. Wir werden noch ein Mitarbeitergebäude einbauen und wir werden noch irgendwie da
na, so ein, eine Klinik reinbauen und eine Quarantäne brauchen wir auch scheinbar. Hat mir das Spiel ganz oft gesagt, deswegen machen wir das auch nochmal. Ich weiß, die Quarantäne benutzen die meisten Leute nicht so richtig. Aber es ist ja trotzdem ganz cool, die mit reinzubringen. Und generell, dass ich da so einen Mitarbeiterbereich nochmal irgendwie mache. Und wenn man den gebaut hat, dass wir dann auch also Workzones, also Arbeitsbereiche machen. Weil, und das ist meine Meinung, wenn der zu klein ist, brauchst du keine Arbeitsbereiche. Wenn der zu riesengroß ist, brauchst du welche. Und in dem Fall hier bewegen wir uns jetzt gerade auf den, sind wir auf dem Weg dorthin, wo der Zoo zu groß ist, als dass wir keine Arbeitsbereiche haben können. Deswegen wäre das ganz nice. Was ich auch noch gemacht habe, das werde ich euch im Realtime-Part auch noch zeigen, ist, dass wir, beziehungsweise, dass ich die Mitarbeiter eingefärbt habe. Die haben jetzt alle diese, ich habe extra ein bisschen researched, was für spanische Farben dort an der Tagesordnung sind, bei der Polizei und vielleicht bei Tierpflegern und bei Reinigungskräften. Und die habe ich jetzt versucht, so ein bisschen in dem Farbschema wie im Real Life auch anzupassen. Das schauen wir uns nochmal kurz an. Im Realtime-Part werde ich das nicht vergessen. Ansonsten, tja, müssen wir mal sehen. Wann wir das sehen. Generell muss man sagen, ich war ja vor nicht allzu langer Zeit in Valencia und da gab es dann diese riesigen Überschwemmungen für die Leute, die das nie mitgekriegt haben. Eigentlich hat das ja fast jeder mitgekriegt. Aber es gibt ja den ein oder die ein oder andere, die da sich nicht so für Nachrichten interessieren. Und das waren relativ heftige Bilder, muss ich sagen. Was einen auch so ein bisschen traurig macht, dass wenn man dann halt da gewesen ist, auch, dass man sich das anguckt und sagt, boah, das ist schon ziemlich krass. Und ja, es ist so ein bisschen Deep Talk-mäßig jetzt hier in dieser Folge, aber wo soll ich das sonst machen? Und das ist mein Kanal, da kann ich machen, was ich möchte. Und in dem Fall möchte ich kurz erwähnen, dass das schon ziemlich krass aussah und dass mich das schon betroffen macht. Und generell, ja, finde ich, ist das auch etwas, wo wir als Gesellschaft, und das macht Planet Zoo ja zum Glück auch, immer aufzuzeigen, wie wir die Natur schützen müssen. Darauf ist die ganze Karrierestatistik hier in diesem Spiel ja ausgelegt, dass man immer erneuerbare Energien hat, dass man versucht, mit der Natur im Einklang zu bauen. Und ich weiß, das hier ist nur ein Spiel, aber man muss trotzdem dazu sagen, da muss man noch das ein oder andere Statement dazu geben, finde ich, dass man da noch mehr machen kann, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht ist das nicht für jeden. Vielleicht interessiert das nicht jeden, dass ich das jetzt hier sage. Vielleicht finden das nicht alle Leute cool. Aber das ist auch völlig okay. Jeder darf da seine eigene Meinung haben. Aber ich finde, dass das ein Thema ist, was man nicht oft genug, besonders in der aktuellen Situation, dort, wo sich die Welt gerade hinbewegt, nennt. Dass wir nicht genug dafür tun, dass wir unseren Planeten schützen. Und in dem Fall wurde das uns dann nochmal aufgezeigt und mir besonders auch nochmal aufgezeigt bei den Überschwemmungen in der Region von Valencia, ja, wo ich ja vor gut anderthalb Monaten war und wo sich auch dieser Zoo hier inspirieren lassen hat in der Region und in dem Bereich, wo er ist. Ja, war ganz schön deep die Folge bis jetzt. Muss ich sagen, lass uns nochmal kurz aufs Gameplay reinkommen. Wir haben jetzt das Brillenbärengehege gebaut. Und es ist nichts krass Spektakuläres, aber ich finde, das ist richtig, richtig nice. Also mir gefällt das Bärengehege tatsächlich sehr gut. Ich finde, das mit den Steinen vorne, ja, da kann man argumentieren für, ob das wirklich so notwendig tut, so wie das da ist mit den ganzen Felsen. Aber insgesamt tut es halt so, dass es halt nicht so einheitlich ist, die ganze Geschichte. Und das ist, glaube ich, das, was auch das Wichtige ist hier in diesem Zoo, dass man halt nicht die ganze Zeit so Standardsachen baut, sondern dass man auch so ein bisschen sich herausfordert und so ein bisschen was Neues macht. So wie mit den Lemureninseln, die wir im letzten Part hatten oder als ich das Paviangehege gebaut habe. Der Eingangsbereich ist auch sehr, sehr nice. Und in dem Fall hier baue ich jetzt dieses Bärengehege. Ich muss sagen, wir haben ja damals, bevor es, ich weiß nicht, ob das im letzten DLC kam oder in dem DLC vom Bauernhof, diese Traktorreifen. Und wir haben normalerweise immer diese Reifen vom Afrika-Pack genommen, um die einzufärben, so als Spielzeug. Und da muss ich sagen, dass diese Reifen, der jetzt da im Bärengehege hängt, hammer nice ist. Was ein bisschen schade ist, dass die Tiere ja damit nicht interagieren. Das wäre noch cool, so ein Spielzeug zu haben. Und generell muss ich sagen, es wäre ganz cool, noch mehr verschiedene Spielzeuge für die Tiere zu haben. Das ist so ein bisschen noch so ein Wunsch, den ich für das Spiel hätte. Oder vielleicht auch
für einen kommenden zweiten Teil. Generell gibt es ja einige Stimmen, die sagen, dass das vielleicht auch jetzt nicht das letzte war, wenn Planet Coaster 2 ja auch nicht so mega gut performt und so weiter und so fort. Da kann ich nur ein Video vom guten Kumpel und Kollegen Rudi Rennkamel empfehlen. Das ist zwar auf Englisch, aber kann man sich trotzdem geben, wo er so ein bisschen, ja, Theorien erfindet sozusagen für Planet Zoo. Und einige davon würde ich halt gerne haben, dass es wahr ist. Also generell muss ich sagen, das ganze Video ist sehr, sehr gut gemacht und sind sehr, sehr gute Überlegungen. Und da ist vieles dabei, wo ich sage, okay, also wenn Rudi recht hat, dann hoffe ich, dass er recht hat. Also wenn man das so sagen kann. Ich hoffe halt, dass er recht hat, so würde ich das sagen. Denn dann lebt Planet Zoo vielleicht doch noch länger. Und es wäre schon mega nice, jetzt zum Beispiel ein Update zu bekommen für das Wegetool, dass wir dann das Wegetool hier jetzt in dem Spiel haben, weil einige lieben das ja so, wie es ist. Aber dass wir vielleicht auch das Planet Coaster 2 Wegetool bekommen und dann in der Kombination haben, das wäre halt mega nice. Oder dass man sagt, gut, wir bringen halt doch noch mal irgendwie ein paar richtige DLCs raus und nicht nur Animal Packs. Also, weil man muss halt leider sagen, Planet Coaster 2 ist nicht so, hat nicht so performt, wie Frontier sich das, glaube ich, vorgestellt hat. In diesem Sinne könnte man halt darauf gucken, und das ist auch das, was Rudi in seinem Video sagt, dass man vielleicht auf das guckt, was halt performt. Und Planet Zoo performt halt mega gut. Bei euch, bei Steam, auf der Konsole, generell. Und das ist, glaube ich, auch etwas, und das muss was sein, was Frontier sieht und da sich dann auch hoffentlich Gedanken macht. Und da werde ich vielleicht mit Inspiration von Rudi dann ein weiteres Video noch irgendwie machen. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn ihr so ein Talk-Video sehen wollen würdet, mal wieder. Ist ja schon Ewigkeiten her. Wir haben ja mal getalkt. Vor langer, langer Zeit haben wir mal getalkt. Apropos vor langer, langer Zeit, da gab es diesen Zaun hier in Mittwalde. Man kommt eigentlich mal wieder Mittwalde. Grüße geht raus an alle Mittwalde-Fans da draußen. Und da muss ich auch sagen, dass ich versucht habe, da unten das Wasser bei den Beeren jetzt ein bisschen lebendiger zu gestalten. Ich habe da so einen kleinen Wasserfall eingebaut. Und hinter der Pergola zum Gehege einen See. Das werdet ihr gleich alles im Realtime-Part sehen, denn das habe ich nicht mehr aufgenommen, weil ich dachte mir, okay, wir haben jetzt auch etliche Pflanzen und Felsen gesehen, die sie platziert werden und auf Zäune. Ihr seid ja mehr an den Gehegen interessiert und das schauen wir uns jetzt gleich natürlich im Realtime-Part, heißt das, an. Auf ganz entspannt. Ganz entspannt habe ich auch echt viele Pflanzen hier platziert und da muss ich sagen, das Gehege passt sich in die Ecke relativ gut an. Muss ich gestehen. Also das macht auf jeden Fall Spaß. So, wir sehen uns gleich im Realtime-Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich hatte Spaß bei dieser Timelapse. Also, bis gleich. Da sind wir also im Realtime-Part, Freunde. Sind wir jetzt ganz zu Anfang. Oh, hier wird... Oh, guck mal hier. Da hat die neue Polizistin in der neuen Uniform, hätte ich beinahe gesagt. Hier jemanden. Ne? Sicherheitsdienst hat mich entdeckt. Schnell weg. Deine Taschen sind schon so gut wie leer geräumt. Nice, da wurde er rausgeschmissen, Freunde. Nice, nice, nice. Noch viel gespendet an uns. Aber gut, wir freuen uns, dass hier der Ticketpreis angemessen war für diesen Dieb. Nee, Spornschildkröten, die gefallen mir richtig, richtig gut. Die haben auch kleine Babys hier. Das ist eine Babyschildkröte. Mwamba. Finde ich cool. Und dann haben wir auch irgendwo, ich höre doch gerade die Ausbilderin, die hier irgendwo stehen muss und spricht. Hab sie gerade gehört irgendwo. Naja, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall sind hier... Hast du geklaut? Tatsächlich nicht. Naja. Hier sind die Spornschildkröten, die haben hier hinten diesen unechten Dings. Und das macht halt den ganzen Eingangsbereich so ein bisschen... Sieht ein bisschen besser aus, ne? Fühlt sich alles ein bisschen besser an. Der Eingangsbereich jetzt mit den Schildkröten im Vergleich zu, als die Gebäude noch hier standen. Hier sind unsere Tierpfleger übrigens, was für Kleidung die haben. Und dann sagt man sich immer so, was für Kleidung hatten die denn vorher? Ja, die hier. Nur für den Fall. Die haben jetzt die hier. Das machen wir natürlich nicht. Wir brauchen natürlich noch mehr. Das ist auf jeden Fall der Spornschildkrötenbereich jetzt hier vorne. Und dann haben wir hier unsere Gibbons und unsere Sivakas und so. Ach stimmt, wir haben ja Gibbons. Die sind ja auch noch Asien, ne? Da haben wir doch noch ein bisschen mehr als nur Afrika. Fällt mir gerade so ein. Das ist ja nicht schlecht. Weißhand-Gibbon erwartet Nachwuchs.
auch wichtig. Hatte die denn schon Nachwuchs? Warte mal. Du bist aber noch ein kleiner, ne? Okay, gut. Weil sonst müssen wir gucken, dass hier nicht. Dass hier nicht Inzucht entsteht. Das haben wir nicht bei den Giraffen einmal. Leider, leider. Und hier ist jetzt der Bereich für die Brillenbären, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Wie gesagt, das mit dem Reifen finde ich mega nice. Schade, dass sie die nicht so richtig benutzen. Das wäre halt noch cool, wenn die das machen würden. Und hier im Hintergrund, da sieht man sie auch schon. Das Gehege ist nicht so allzu schlecht, finde ich. Ich finde das mit dem Kletterstuff hier vorne ganz nice. Das schwebt ein bisschen, fällt mir gerade so auf. Geht natürlich nicht. Das geht so natürlich nicht. Also machen wir so. Besser. Besser ist. Besser ist. Und die haben dann halt hier, habe ich jetzt alles eingebaut. Wir haben die Seite auch noch eingebaut, dass hier so ein bisschen Pflanzen ist und Bänke und so. Hier sind unsere Reinigungskräfte, die sind neongrün. Dann haben wir hier dieses kleine Haus, wo dann auch die Tierpflegerhütte ist, die eigentlich ganz gut passt, weil dann können die Leute direkt hier für unsere Bären das Essen vorbereiten. Und auf der Seite hier gibt es jetzt, wie gesagt, diesen Wasserfall hier, der nicht so richtig eingebaut ist. Weil ich dachte auch, das sieht ein bisschen besser aus mit dem See, der jetzt hier auch ist. Denn jetzt gibt es auch diesen kleinen See, diese kleine grüne Oase hier in der Ecke. Was natürlich auch macht, dass wir nicht Gehege an Gehege bauen. Hier fehlt noch ein bisschen was, da müssen wir noch was hinmachen. Und eventuell auch irgendwie so einen kleinen Zaun. Auch auf der Seite noch. Das habe ich jetzt hier hinten, gerade beim See, auch gut übernommen. Beziehungsweise ich habe es dann doch noch übernommen. So wollte ich das eigentlich sagen. Nicht gut übernommen. Dass wir hier ein bisschen den Weg haben und dann das mit dem Zaun abgegrenzt ist. Generell, dass die Leute halt hier die Tiere gut beobachten können und dass sich das ganze Setting so ein bisschen anpasst mit diesem kleinen See. Und dann dachte ich, dass das hier so aussehe, als würde das Wasser hier runterlaufen. Tut es jetzt irgendwie nicht richtig. Aber dann ist halt hier bewegendes Wasser, ist halt auch nicht so schlecht, ne? Die haben auch ein Jungtier, die Bären. Die Brillenbären, die auch sehr, sehr cool sind. Meiner Meinung nach, ich mag die Brillenbären sehr gerne. Wollt ihr jetzt spielen? Tun sie. Nice. Nice, nice, nice. Vorne die Geldmaschine habe ich weggebaut. Ihr seht es jetzt hier, ist nur noch der Untergrund. Dafür pressen sich die Besucher alle rein in den Zoo. So wollen wir das haben. Generell muss man sagen, die Ecke hier sehr, sehr gut ausgebaut. Hier würde ich eventuell noch irgendwas bauen. Vielleicht kein Gehege, sondern einfach nur den Zoo abschließen zu der Seite, sodass er nicht größer wird als das, was er ist in diesem Bereich. Und dann nach hier hinten weiterbauen und hier natürlich auch noch irgendwas ausbauen, weil unsere Paviane sind bis jetzt relativ alleine hier auf ihrem Felsen. Was aber nicht so mega schlimm ist, weil mir gefällt das Gehege auch sehr, sehr gut. Genau, das soll es gewesen sein für diesen Realtime-Part. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet oder vielleicht in Zukunft, was die Tiere betrifft, in unserem Zoo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut das mal rein.